Was? Ey, Jungs, ich glaube, im Sturm ist Pavel Prokrepniak, Alter. Ich weiß nur, als er damals zum VfB Stuttgart gewechselt ist, ey. Und dann, Alter, der hat so reingesackt. Howard hat einen geilen Abwurf. Hey! Prokrepniak! Hey, auch was geht ab? Herzlich willkommen zu einer Folge von, weiß ich nicht, nenne ich das Test the Team of the Week oder sowas ähnliches. Und zwar testen wir heute Milik und Fischer. Ja, das Ajax Amsterdam Sturmduo, die beide einen Inform bekommen haben. Wofür? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich die halt eigentlich so mega geil. Hier zu den Ingame-Stats. Fischer hat 80 Ball-Control, 87 Dribbling und 83 Shot-Power. Also er ist natürlich richtig OP, der Typ. Ansonsten, der Milik hat die Wumme des Jahrhunderts. Der hat 86 Finishing, 87 Shot Power und 80 Long Shots. Also mit denen müssen wir was rasieren. Müssen. Ja, würde ich sagen. Oh, also hier zum Team, ne? Tim Howard im Tor. Oder wie mein Typ, der kann, mein Kumpel, der kann kein Englisch, der nennt den immer Hogwarts. Wie Hogwarts von Harry Potter. Das, und dann hier. Unsere Innenverteidigung. Jungs, ich sehe schwarz. Okore und Mbemba. Junge, das sind solche Beasts, Alter. Hier 1,82. Okay, ist jetzt nicht groß. Und 1,83 auch nicht groß. Aber die sind einfach nur schwarz und schnell. So, Coleman, muss ich nichts zu sagen. Hier Olivers, der ist auch ordentlich geil. Der hat ordentlich geile physische Werte. Ja, dann Roberto Firmino, auch richtig gut. Eriksen muss rein, damit Fischer auf volle Chemie kommt. Und zudem muss ich auch nichts sagen, der ist auch richtig stark. Fernandinho, auch ein Biest. Lamela wollte ich unbedingt mal testen, deswegen habe ich den hier reingeknallt. Weil ich finde, der hat total die geilen Stats. So, wir spielen das Online-Turnier. Und dann würde ich sagen, rasieren wir das jetzt mal. Gegen Silberteam. Okay. Der ZOM, der sieht ja richtig komisch aus. Der Z. Junge, wie die aussehen, wie solche Ottos. Der Innenverteidiger und der Torwart. Was? Ey, Jungs, ich glaube, im Sturm ist Pavel Prokrepniak, Alter. Ich weiß nur, als er damals zum VfB Stuttgart gewechselt ist, ey. Der wurde da so angekündigt. Yo, Digga, wir haben den neuen Messi gekauft. Und Pavel Prokrepniak, ey. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Der war ja wohl mit Abstand einer der schlechtesten Spieler aller Zeiten. Ich glaube, der kam sogar dafür, für Stuttgart, kam der sogar für gutes Geld. War auf jeden Fall nicht billig, der Typ. Und dann, Alter, der hat so reingesackt. Oh! Prokrepniak! Lamela, Milik, Fischer! Fischer! Lamela! Ui! 1-0, Junge! OP! Was soll ich dazu noch sagen? Warte mal, wenn ich hier wieder so rumschreie wie der letzte Mongo, muss ich mal das Mikro ein bisschen wegtun. Ja. Mbemba, mach mich stolz! No! Der Prokrepniak, hör mal, ist am Knipsen. Der Hotwatch hilft uns hier nochmal, außer Not. Stark auf dem Fischer. Hoffentlich hat der 4-Sterne-Skills. Hat er nicht. Natzen wir nochmal. Und für Mino 2-0. Gut gemacht. Ey, Lamela, du Note. Ey, hey! Oh, Prokrepniak, ey. Wie in Stuttgart, die Pflaume. Ja. Oh, wie der Tor den hält. Nein. Nein. Der Olbers. Der Milik. Der Olbers. Der Fischer. Milik. 3-0. Stark. Howard hat einen geilen Abwurf. Hey! Prokrepniak! Scheiße! Oh mein Gott! Du bist so schlecht!
Du bist so schlecht, Frau Grevenjak. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kann man nur so schlecht sein, Frau Grevenjak, Alter. Oh mein Gott. Alter. Ja, zitiere. Howard hat einen guten Abwurf. Lamela! Er macht ihn mit dem Kopf. Lamela mit dem 4:0. Mach einen Rage Quit, Digga. Mach einen Rage Quit. Ja. Unser Freund leftet hier. Lamela 2, 1 Mühlig, Fischak 1. Weil man wird der Entwicklung macht. Firmino, oder? Ja, Firmino auch noch 1. Ja, das war das erste Game. Ziemlich einfach, wie ich finde. Jungs, einmal muss ich es noch angucken. Progrettenjagd, du Pflaume. Ich werde das wahrscheinlich morgen weiter aufnehmen, weil ich jetzt noch eine Runde zocken gehe. Ja, wundert euch deswegen nicht, wenn es morgen etwas anders aussieht. Aber ich denke mal, das stört euch eh nicht. Bis gleich. Ich komme darauf nicht klar, Alter. Progrettenjagd, bester Mann. Haut rein, Leute, bis gleich. Ja, was geht ab? Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ja, hier sehen wir wieder unser geiles Team. Und, ups, ich habe richtig Bock. Würde ich sagen, labern wir jetzt nicht, sondern gehen sofort hier in die zweite Partie. Alter. Ja, was kann ich erzählen? Gestern Elternsprechtag war richtig geil. Heute, also kein Scheiß, die Lehrer haben sich null über mich aufgeregt. Boah, ich bin jetzt auf sein Team gespannt, ey. Benzema, Griezmann, Alter, das ist ein richtig geiles Team. Wie er das zusammengebaut hat, das bockt mega. Wie er diesen Link mit Nainggolan und Mertens und Benzema... Upsi! Und Benzema und Griezmann ausnutzt. Das ist schon echt Hightech, würde ich sagen. Oh oh. Alter! Nein! Mann, ey, das gibt's doch gar nicht! Muss man sich immer aufregen, Mann! Torwart! Nein! Das war so schlecht verteidigt, Alter! War das Lamela? Lamela hat 4 Sterne Skills? Hey! Eriksen! Jawohl! Ey, hör mal, was ne Wumme! Boah, mit links knallt er den oben rechts rein sogar. Ja! Fischer! Fischer, jawohl! Fischer schlitzt den oben rechts rein, Mann! Alter, so in den Winkel, Junge, nice! Jetzt kommt Mbemba! Ha! Ha! Hotwad, Alter. Tim Hotwad. Ach so, abseits, okay. Cool. Jawohl, wir gewinnen das erste, wir gewinnen das Viertelfinale, gewinnen wir mit 2:1. Fischer und Eriksen machen 1. Den haben wir rasiert, den Lappen. LOL hat der geile Trikots. Alter, die sehen echt geil aus mit diesem Tiger. So. 81er Rating. Ja, Shalanolo in Form. Linke Flügel ist bestimmt schnell. Boateng, Diekmeyer, Leno, Costa. Costa ist richtig geil. Habt ihr ja bei diesem Halloween-Turnier gesehen, wie der rasiert. Also Costa ist schon echt saftig, wenn du den in der Mannschaft hast.
Ja, super gefaulten Bemba. Okay, mit Shalanoglu hat er definitiv einen schlechten Freistoßschützen. Ja. Oh. Nein, Mann. Komm. Nicht schon wieder. Okay. Der scheint das nicht so drauf zu haben. Stark. Ey, komm. Gib mir jetzt keine Gelb oder so einen Scheiß. Ey, Junge, der hat den Ball über meine Füße gelupft. Was soll ich da tun? Ey, der trifft echt nichts. Junge! Du gehst jetzt ernsthaft dafür nur rot! Mbemba! Was machst du denn, Junge? Alter, Hot What? Hot What? So schlecht, Lewandowski, Alter. Progrettenjagd 2.0. Nein, Lamela. No expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow. Nein, Alter. Was ist das? I find it kind of funny. I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you. I find it Alter, Mann! When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Nein, das gibt's nicht. Doch, Lamela. So, Leute, wir sind raus. Im Halbfinale. Alter, das war richtig scheiße, das Spiel. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, ey. Als nächstes bringe ich eventuell mal wieder Lewandowskis Weg zum Ruhm. Guck mal, hier ist der Geier. Ja. Ansonsten, diese Serie werde ich eventuell, oder ich weiß nicht, ob das eine Serie ist, auf jeden Fall werde ich ab und zu mal so Team der Woche Spieler testen. Oder allgemein ein paar Spieler testen und dann werde ich zu denen eine Episode machen. Weil ist halt, denke ich, auch interessant. Und ja, Lamela, Fischer und Milik waren jetzt zwar nicht so geil, aber ist ja nicht schlimm. Wir wollten sie ja testen und dann würde ich sagen, haut rein, macht's gut und ciao.